viele Geheimnisse gibt es hier denn noch? Oh, falsche Taste. Noch drei Stück. Da ist auch noch eine Kiste, aber wie komme ich da dran? Ja. Überall in der Burg verteilt sind mir seltsame, mit einer T-Gestalt verzierte Türen aufgefallen. Meiner Nachforschung zufolge wurden diese Siegel wohl angebracht, um den Zutritt zu bestimmten Teilen in der Burg für schwächere Kreaturen zu beschränken. Ich wünschte, ich hätte die Kraft, sie aufzubrechen, die Geheimnisse zu entdecken, die sich auf der anderen Seite befinden. Okay. Tutu. Okay. Das ist anscheinend diese Tür. Oder eine der Türen, die gemeint ist. Großartig. Daran werden wir mal eine Notiz hinzufügen. Ich schreibe jetzt einfach mal Tierkopf-Werwolf? Fragezeichen. Sieht zumindest aus wie ein Lykaner. Gekonnt. Ansonsten ist da oben noch ein Geheimnis. Dann hätte ich alle. Fische. Ah, jetzt muss ich wieder hier durch dieses Albtraum-Gedings. Gott. Also kriegen wir irgendwelche epischen Tierfähigkeiten. Wahnsinn.
Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich weiß nicht, wie ich da oben dran komme. Ganz im Ernst. Naja, gucken wir erstmal weiter. Gucken wir erstmal, was wir für Fähigkeiten kriegen. Sagen wir es mal so. Reingesprungen sind, weiß ich auch nicht, weil eigentlich haben wir ja nur den Querschnitt. Das Ding ist ja nicht wirklich nur halb offen. Ach, egal. So. Hallo, Ritter. Meine Befehlshaber haben mir aufgetragen, in diesem rostigen Rohr nach dem Leichnam eines vermissten Kameraden zu suchen. Er soll eine wichtige Botschaft bei sich gehabt haben. Leider habe ich nur die verschimmelte Schriftrolle gefunden. Ich muss sagen, irgendwie liegt er mir nicht so. Ich weiß auch nicht. Im Grunde ist das genau dasselbe, aber dann irgendwie doch nicht. Ich guck erstmal, was hier oben ist. Da scheint gar nichts zu sein. Na dann. Gekonnt. Achso, und hier ist einfach nur Wasser. Aber hier ist noch was. Ein Geheimnis irgendwo. Ja. Da kann ich auch hoch. Schönes Ding. Das war jetzt nicht so clever. Yeah.
schon. Mehr Waffen. Wobei ich das eigentlich... Na, egal. Mir wäre jetzt Magie echt lieber, wenn ich die finden würde. Na, jetzt haben wir das immerhin zu Ende gebracht hier. Egal, gehen wir erstmal hier weiter. Wir müssen eh nochmal zurück. Die Nebelgestalt entdeckt. Verwende sie, um Leben wiederherzustellen. Drücke LB, um sie zu aktivieren. Halt, was? Ach so. Wir haben eine neue Fähigkeit. Mit dem richtigen Maß an Konzentration kann Alucard seinen Körper in Millionen Teilchen zerlegen, um feindliche Angriffe zu vermeiden und besser auszuweichen. Entschuldigung. In diesem Zustand kann Alucard die Lebenskraft aller Kreaturen absorbieren und dadurch verriegelte Türen gehen. Okay. Und so Bereiche der Burg betreten, die ja sonst nur den Vampiren Draculas Herrschaft zugänglich sind. Okay, interessant. Anscheinend geht das nur bei Gittern. Ja. Oh. Laufen wir hier Gable nicht auch über mich? Thank you.
Steht da jetzt dasselbe? Die Wölfe sind wild über mich hergefallen und haben mich gewaltsam zu Boden geworfen. Einer von ihnen hat seinen Kiefer um meinen Hals gelegt, ohne ihn zu brechen. So, als wolle er mich zwingen, zuzusehen, wie sich die anderen über meine Eingeweide hermachen. Ich fühle, wie bei jedem Biss ein Teil meines Fleisches, meiner Kraft, meines Glaubens weggerissen wird. Da geht's anscheinend auch nicht weiter. Richtig. Die Wunde wird schlimmer und die Infektion breitet sich aus. Ich fühle mich zu schwach zum Kämpfen. Ich kann mein magisches Medaillon nicht aufladen. Ich kann jetzt nur noch hier sitzen und beten, dass sich meine Seele bald zu denen meiner Kameraden gesellt. Von da komme ich dann nicht hin. Also hier. Aber ich bin verwirrt. Da schläft einer, oder? Erstmal hier. Ach, da ist das. Okay. Aber hier oben geht's weiter. Okay. Hier kann ich auch noch nicht weiter. Hier mache ich mal wieder so eine Notiz. Tierkopf Gedöns. Ah. So.